Servus Freunde und willkommen nach einer Woche wieder zum FIFA 18 Karrieremodus mit dem Spielvereinigung Unterhaching. Ja, und jetzt kommt das spannendste Spiel gegen den VfL Osnabrück. In der letzten Folge hatten wir ein richtig krankes Spiel. Wenn ihr das verpasst habt, schaltet einfach nochmal ein, geht um auf das i oder unten in die Videobeschreibung und da findet ihr das. Das Spiel war einfach nur krank. Ja, vielleicht krank. Und schauen wir mal, was heute für ein krankes Spiel kommt, aber ob wir diese Leistung wieder abrufen können oder ob wir klanglos versagen. Ja, schauen wir einfach mal, was passiert. Ich schaue die ganze Zeit unten auf die Torschützenliste irgendwie. Ja, keine Ahnung warum. Aber naja, wir sollen sagen, auf geht's. Samstag, 12. Mai, 2018, zu Hause gegen den VfL Osnabrück. Auf geht's. Und auf geht's. Wir zu Hause gegen den VfL Osnabrück. Das wird ein spannendes Spiel, würde ich mal raten. Ja? Vielleicht ist der erste nicht mehr so in Wettbewerbslaune, weil sie ja sicher erster sind. Ja? Oder ist halt gerade das Ladekabel vom Controller abgegangen? Erster gegen 12. Wir könnten es noch schaffen, unter die Top 10 zu kommen. Ja. Mit unserem besten Talent. Dem Schmidt. Schauen wir mal, ob der auch noch ein richtig großer wird in der dritten Liga. Vielleicht will ihn irgendjemand kaufen. Die sind ja 7 Punkte Vorsprung von wen, wie es Baden sowieso aussieht. Oder war das gerade nur die Auswärtstabelle? Ja. Also auswärts sind sie sehr stark. Wie es aussieht. Wird eine sehr, sehr schwierige Leistung. Hier die unsere Ausstellung. Das sind wieder alle Stammkräfte fit. Friedrich ist drin. Schmidt, Bauer, Ries, Hagen. Das wird ein Spiel mit unseren stärksten Männern auf dem Platz. Ne? Und jetzt kommt gleich die Mannschaft mit dem Teddy-Sponsor. Ja? Teddy-Sponsor einfach. Ja, wir sind jetzt erstmal, haben wir seit erst unsere allererste Saison dann durch. Viele andere YouTuber haben ja jetzt halt schon 3 oder 4 Saisons durch. Ja? Tja, ich will ja nicht sagen, ne? Ja, dass wir ein bisschen langsam sind. Aber naja. Vielleicht werde ich nächste Saison, weil es nochmal die dritte Liga ist, ein bisschen schneller durchlaufen lassen. Ja. Jetzt könnt ihr auch mal oben abstimmen, ob ich sie mehr simulieren soll. Oder in einer Folge dann mehr. Genauso wie jetzt halt unter. Ja, wo ich mehr simulieren soll. Könnt ihr in den Kommentar schreiben oder oben an der Infokarte abstimmen. Und jetzt würde ich sagen, auf geht's. Gegen den VfL Osnabrück. So, ganz ruhig spielen. Schmidt. Der Schlopfschluss war nicht schlecht. Jetzt wird's gefährlich werden. Jetzt kann es richtig gefährlich werden. Schmidt. Und wieder Grasbeck. Osnabrück kommt nicht so ganz rein ins Spiel. Und wir kriegen eine Ecke, holen eine Ecke raus. Super gemacht von Müller. Bringt die Ball rein. Ja, irgendeiner? Nee, schade. So, Ries. Und Schmidt. Meine Güte, der hat die Abschlüsse wie sonst noch was. So, jetzt könnte es das allererste Mal richtig gefährlich werden. Ja, ein bisschen gefährlich wurde es, aber nicht allzu schlimm. Ui. Okay. Uiuiui. War doch gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Der kommt nicht so gefährlich. Eieiei. Zweite gefährliche Chance von Osnabrück. Aber die klären wir gut. Boah, der war gut gespielt. Ah, das war schlechte Abwehrleistung. Und dann ein bisschen Glück dabei. Das war genauso schlecht.
und Unterhaching, Unterhaching führt. Und Osnabrück führt. Ja, genau, einen Zettel bringe ich rein. Naja. Werden wir dann schon schauen, wie es in Offensive da gleich läuft. Zur 70. warte ich noch. So. Wir brauchen ein bisschen Offensivpower. Stefan Hein, Tafazhofer und Rosenzweig kommen. Ja, Hein ist der einzige Offensive, von denen wir eingewechselt haben. Sag mal, wir brauchen Offensivpower. Eieiei. Da ist Ries. Und da ist Schmidt. Und jetzt schieß doch. Schieß doch ein bisschen fester, meine Freunde. Meine Güte. Oh, da hinten ist irgendeiner. Und zwar Müller. Schade. Wir verlieren gegen den ersten Osnabrück nur 1:0. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Leistung. Muss man mal sagen. Ja, waren aber auch die klar bessere Mannschaft. Ja, der Schmidt erreicht noch die 66 in dieser Trainingseinheit vielleicht. Tut er sogar. Ist nice. Das ist schon mal nice, dass er die 66 erreicht. Fast die Hälfte der 67 hat. Schon nice, ja. Und jetzt springen wir gleich in die nächste Saison. Und ihr habt schon geschrieben, es haben nicht viele abgestimmt, glaube ich. Ich glaube, einer oder so hat nur abgestimmt, dass wir das mit dem Finanzspritze machen sollen. Ja. Und vielleicht überlege ich mir dann noch was. Oder ihr überlegt euch selber noch mal was mit Bayern oder keine Ahnung, mit irgendjemand anders. Ja. Die was uns sozusagen diese Spieler dann so schenken. Ja, irgendwie sowas dann. Ja. Vielleicht kriegen wir ein paar Bayern-Spieler geschenkt. Nächste Folge. Ja. Schauen wir einfach mal. So, nächste Trainingseinheit. Wir haben viele auf eine 71. Was richtig gut ist auch. Ja. Für Unterhaching, ja. Wir sind eigentlich keine große Mannschaft, aber könnte noch werden. Unser der dritte bayerische Club, der was vielleicht mal groß rauskam. Ja, 60 war davor mal. Bayern ist immer noch. Und es könnte noch Unterhaching dazu kommen. So, wir haben alle Verträge schon verlängert. Aber jetzt machen wir noch eine kleine Trainingseinheit. Und ich mache jetzt alle Trainingseinheiten bis zum Schluss. Und dann sehen wir uns wieder beim Saisonabschluss. Okay, doch nicht beim Saisonabschluss, sondern bei einem monatlichen Scouting-Update. Ja. Der sieht jetzt nicht wirklich gut aus. Aber der Robert Falke sieht gar nicht so scheiße aus. Budget automatisch anpassen, ab in die Mannschaft. Der ist gerade mal 15. Mit 53 bis 59. Na, da werde ich den hier schon mal ablehnen und den werde ich noch weiter scouten. So, wir werden jetzt halt diese Saison beenden. Wir werden uns zum Saisonende. Und darin Vorstand hat zum Saisonende die Bewertung der Vereinsleistung vorgenommen. Auch wenn wir nicht alle Ziele erreichen konnten, sind wir doch überzeugt, dass es insgesamt eine zufriedenstellende Saison war. Wir hoffen, nächstes Jahr noch besser abschneiden zu können. Und sie sind nach wie vor der richtige Mann. Diese Aufgabe. Passt. Auf geht's. Wir sind in der nächsten Saison. Schauen wir mal, was da so passiert. 2,5 Millionen. 2,05 Millionen. Transferbudget. Das ist nice. Oh, geht so. Könnte besser sein, wenn wir aufsteigen wollen. Diese Saison. Schauen wir einfach mal. Was da jetzt noch so passiert dann. Aber. Naja. Schauen wir einfach mal. Ob das dann so passiert, wie ich das haben will. Wäre ganz nice. Einfach
kein anderer, der was so ein Ding hat, außer noch Reese. Und dann halt noch unseren Innenverteidiger Friedrich. Naja. Schauen wir einfach mal. Was da noch so passieren wird, in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, schreibt mir in die Kommentare, wen ich holen soll, wen ich verkaufen soll. Ja. Einfach in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei einem FIFA 18 Karrieremodus mit und mit Unterhaching. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und Däumchen nicht vergessen. Däumchen mehr ein Träumchen. Also haut rein.